Jahrhundertkatastrophe Tsunami. Jeden Tag verlassen unzählige traditionelle Fischerboote den Hafen von Bandar Aceh. Das ruhige Wasser und die friedliche Szenerie täuschen darüber hinweg, dass dies eine der geologisch aktivsten Regionen der Erde ist. Sandy Islamanda lebt, wie viele Bewohner Bandar Acehs, auch von gelegentlichem Fischfang und hat den Tsunami im Dezember 2004 miterlebt. Wir sind hier bei der Insel Leh. Dieser Teil von Bandar Aceh wurde am heftigsten vom Tsunami getroffen, denn hier kamen zwei Tsunamiwellen zusammen. Die eine kam vom Indischen Ozean, die andere schwappte von der Straße von Malakka zurück. Die Fischerboote, die hier waren, wurden alle weggeschwemmt. Denjenigen auf hoher See geschah nichts. Aber was für eine Überraschung mussten sie erleben, als sie in der Nacht darauf zurückkamen. Sie wussten von nichts und sahen kein Licht und nicht einmal das vertraute Land fanden sie, da alles unter Wasser stand. Stattdessen schwammen überall Leichen vorbei. Entlang der Tiefseerinne des Sundagrabens, wo sich die australische Platte unter die eurasische schiebt, reihen sich aktive Vulkane auf. Auch dieses Fischerboot wurde vom Tsunami erfasst, bis es hier auf drei Wohnhäusern aufsetzte. 59 Personen konnten sich auf sein Deck retten. Das Tsunami-Museum erinnert an den Tag, an dem allein in Aceh 170.000 Menschen starben. Im Museum trifft Sandy auf Gaia Triana. Ihr Überleben gleicht einem Wunder, denn ihr ebenerdiges Elternhaus befand sich ganz in der Nähe des Meeres. Wir waren im Hof und alle in großer Panik und entschieden uns, unser Haus zu verlassen, weil wir fürchteten, es bräche zusammen. Das Erdbeben war so stark, dass wir nicht stehen konnten. Mit 9,1 auf der Richterskala war es das drittstärkste je gemessene Erdbeben. Der ganze Erdball vibrierte rund einen Zentimeter. Das Erdbeben dauerte etwa 5 Minuten. Es war das längste bis dahin je gemessene Erdbeben. Die Messungen sprechen nicht von 5, sondern von fast 10 Minuten. Große Teile von Bandar Aceh lagen in Trümmern. Die Leute begannen zu rennen und zu schreien, rennt, rennt, das Wasser kommt. Und sie versuchten, sich in Sicherheit zu bringen. Wir waren in Panik. Wir entschieden uns, ins Nachbarhaus zu fliehen, denn dieses hatte 2 Geschosse. Vom Obergeschoss aus konnten wir die Welle sehen und wie sich dann das Wasser näherte. Die Wassermassen waren schwarz. Alles geschah ungeheuer schnell. Auf dem Balkon kam das Wasser bis zum Hals eines Erwachsenen. Dann sahen wir in der Ferne dieses Fischerboot. Es trieb auf uns zu. Wir schrien, Boot, hilf uns! Das Boot kam direkt vor unserem Haus zum Stillstand. Meine Brüder stiegen aufs Dach und halfen uns auch aufs Dach zu klettern. Von dort aus sprangen wir alle auf das Deck des Bootes. Es war wie ein Wunder. Denn das Boot hatte keinen Kapitän. 59 Menschen konnten sich auf Deck retten. Wir fanden aber auch eine Kinderleiche im Boot. Da realisierten wir das ganze Ausmaß der Katastrophe. Ich dachte an meine jüngere Schwester, die wir aus den Augen verloren hatten. Wo war sie? Ich dachte, das ist das Ende der Welt.
Wir dachten, das sei das Ende der Welt. Aber als Muslime glauben wir, dass sich das Ende der Welt an einem Freitag ereignen wird. Und es war doch Sonntag. Also konnte es nicht das Ende der Welt sein. Ich realisierte, dass sich etwas Schreckliches ereignet. Ich ging zur nahegelegenen Brücke und sah Leichen und Häuser im Wasser treiben. Alles trieb im Wasser. Da verstanden wir, dass sich ein Tsunami ereignet hatte. Dieses Dorf heißt Arunaga und eine 3 Meter breite Brücke verband die Dorfteile. Am Montagmorgen zerstörten die Wassermassen die Brücke. Ich verbrachte den Rest des Tages damit, Leichen einzusammeln. Zu sechst bargen wir zwischen 12 Uhr und 6 Uhr abends mit einem kleinen Pickup-Truck 1300 Leichen. Wir brachten sie alle zu einer Moschee, wo sie 2 Tage später begraben wurden. Am Tag nach dem Tsunami versuchten wir herauszufinden, was mit meiner jüngeren Schwester geschehen war. Aber alles, was wir finden konnten, war ihr Motorrad, das unter einem eingestürzten Gebäude lag. Bis heute haben wir ihre Leiche nicht gefunden. Unser Museum soll auch dazu dienen, dass sich eine solche Katastrophe nicht mehr wiederholt. Es ist wichtig, dass wir unsere Erfahrungen anderen Menschen und vor allem auch der jüngeren Generation weitergeben. Als sich das Erdbeben am frühen Morgen des 26. Dezember 2004 vor der Küste Sumatras ereignete, brauchte der Tsunami etwa 45 Minuten, um die Westküste Thailands und die ihr vorgelagerten Inselgruppen zu erreichen. Auf den thailändischen Surin-Inseln im Andamanmeer leben seit Urzeiten die Moken. Viele von ihnen sind staatenlos und werden in Thailand etwas abschätzig als Meereszigeuner bezeichnet. Sie leben in erster Linie vom Fischen und auch von gelegentlich auftauchenden Touristen. Obwohl ihr Stelzendorf zeitlos wirkt, wurde es nach dem Tsunami erbaut. Denn vorher befand es sich an einem Ort, wo es komplett zerstört wurde. Dass dabei niemand zu Schaden kam, ist nicht zuletzt Salama Klatalai zu verdanken. In der Nacht vor dem Tsunami träumten ich und auch mein Sohn, das Meer verfärbe sich rot, alles sei voller Blut. Ich warnte die ausländischen Touristen davor, ins Wasser zu gehen. Aber sie wollten zuerst nicht auf mich hören. Dann hörte ich ein lautes Geräusch und sah die große Welle kommen. Und wir konnten alle noch rechtzeitig auf einen Hügel fliehen. Als wir zurückkamen, sahen wir, dass alle Häuser, ja das ganze Dorf und auch der Nationalpark zerstört waren. Wir mussten die darauf folgende Nacht auf dem Berg oben verbringen. In den mündlich überlieferten Traditionen der Moken sind Tsunamis als Labun bekannt. Ihre Ursache sei eine gigantische Krabbe am Meeresboden, die sich von Zeit zu Zeit bewege. Dann zeigt uns Salama, wo sich früher das Dorf der Moken befunden hat. Das größte Unheil in Thailand richtete der Tsunami auf dem gegenüberliegenden Festland an, in der bei Touristen beliebten Gegend von Khao Lak. Hier verbrachten 2004 Stefan und Christine Kühn mit ihren 2 Kleinkindern die Weihnachtsferien. Zu Weihnachten bekommen die Kinder ein Piratenschiff und eine Arche Noah geschenkt. Eine Arche Noah? Das habe ich ja noch nie gehört. So viel Tier. Das ist ja toll. Der 2. Weihnachtstag. Es ist sonnig am Meer. Und in so kurzer Zeit, ne? Ja. Es soll nur noch wenige Minuten dauern. Und die Welt ist für immer eine andere. Die laufen da hinten. Das ist ja Wahnsinn. Hammer. Was ist das? Was da hinten abgeht. Irgendwie ein Seebeben gewesen sein, das Wasser so Nein, hat. Was?
Aber da hinten, da geht's, das ist ja Wahnsinn. Das ist richtig. Ich glaube, die Schiffe, die haben da richtig, richtig Probleme gleich. Wenn die Welle hier auf den Strand rauscht, ne? Hier, die hauen noch alle ab, die Zeit. Oh, die Boote hier, die Militär. Guck mal da hinten, Schnicki, wie das hochpescht, das Wasser. Das Boot ist gekentert da hinten, Schnicki. Das Fischerboot da hinten ist gekentert. Wir sollten, glaube ich, echt weg hier. Ja. Was ist das? Komm, wir müssen los. Wir müssen weg. Nach hinten, komm. Tsunami. Die Kühns rennen fast 10 Minuten um ihr Leben. Es gelingt ihnen schließlich, sich auf einen Hügel zu retten. Von dort aus überblicken sie das ganze Ausmaß der Zerstörung. Alles zerstört. Nur die großen Hotels stehen. Die ganzen Bungalows, alles weg. Das ist eine Katastrophe. Das ist von den Wassermassen niedergewalzt. An einem der am stärksten betroffenen Küstenabschnitte erinnern eine Buddha-Statue und ein Monument an die über 8000 Opfer des Tsunami in Thailand. Etwa die Hälfte davon, in ihrer Mehrzahl Touristen, starb im Umkreis weniger Kilometer von hier. Darunter auch rund 550 Deutsche, über 100 Schweizer und etwa 90 Österreicher. Dieses Polizeiboot, das auf einen ebenfalls getöteten thailändischen Prinzen hätte aufpassen sollen, wurde kilometerweit ins Landesinnere gespült. Das Hotel La Flora eröffnete nur wenige Monate vor dem Tsunami. Sein Besitzer erinnert sich an den 26. Dezember 2004, als er zusammen mit dem Kapitän des Patrouillenbootes genau hier am Strand stand. I don't know how long the water moving out. Ich weiß nicht mehr, wie weit sich das Wasser von der Küste zurückzog, aber es waren mindestens 5 oder 6 Kilometer. After nearly 20 minutes. Etwa 20 Minuten später kam eine große Welle auf die Küste zu. Sie war mindestens 5 Meter hoch. Die Leute waren in keiner Weise darauf vorbereitet. Auch ich wusste damals nicht, was ein Tsunami ist. Ich sah, wie die Wellen das Polizeiboot auf uns zutrieben. Ich stand hier am Strand mit dem Kapitän des Bootes und sagte ihm, lasst uns allen Gästen am Strand sagen, sie sollten diesen räumen. Der Kapitän meinte, wir sollten noch etwas zuwarten. Ich sagte, nein. Mein Fahrer nahm mich bei der Hand und führte mich auf den zweiten Stock des Hotels. Damit rettete er mein Leben. Der Kapitän des Patrouillenbootes aber verlor sein Leben. Nach etwa einer weiteren halben Stunde begann das Wasser ins Meer zurückzufließen. Dann rollte eine nächste Monsterwelle auf den Strand. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine vergleichbare Katastrophe in nächster Zeit wiederholt, ist verschwindend klein. Und die meisten Hotels haben gute Frühwarnsysteme eingerichtet. Ich glaube, dieses Jahr werden wir hier über 8000 Touristen beherbergen. In 2-3 Jahren sollten wir wieder dort sein, wo wir vor dem Tsunami waren. Aber einige Dinge sind anders als vorher. Alles wurde neu gestaltet. The government trying to create more facilities, infrastructure-wise, already done. Tokio und Yokohama. Mit 37 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Stadtgebiet der Welt. Eine der Hauptaufgaben der führenden meteorologischen Anstalt Japans, der Japan Meteorological Agency, ist die rechtzeitige Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall.
Takeshi Koizumi ist der Erdbeben- und Tsunami-Spezialist der JMA. Ein Tsunami, wie er sich am 11. März 2011 in Japan ereignete, tritt nach aller Wahrscheinlichkeit nur alle 1000 Jahre einmal auf. Wir planen deshalb nicht, uns vor solchen Jahrtausendereignissen mittels baulicher Maßnahmen zu schützen. Stattdessen haben wir Evakuierungsrouten ausgeschildert und wir schärfen die Aufmerksamkeit der Leute. Im Falle eines Erdbebens müssen sie sofort evakuieren. Wenn sich die ozeanische Erdplatte unter die kontinentale Erdkruste schiebt, löst sich irgendwann die Spannung in einem Seebeben. Die Spannung der Kontinentalplatte entlädt sich explosionsartig. Die Platte springt nach oben und mit ihr der Meeresboden und die darüber liegende Wassersäule. So entsteht ein Tsunami. Bei normalen Wellen beträgt die Länge der Welle nur etwa einige Dutzend bis 100 Meter. Bei einem Tsunami jedoch sind es viele Kilometer. Eigentlich ist ein Tsunami gar keine Welle, sondern ein Anstieg des ganzen Meeresspiegels. Ein Tsunami überflutet die Küste also kontinuierlich während vieler Minuten. Dann fließt das Wasser wieder zurück. Dann kommt der nächste Tsunami und so weiter. Bis sich die Meeresoberfläche wieder beruhigt hat, kann ein halber oder auch ein ganzer Tag vergehen. NHK, der öffentlich-rechtliche Rundfunk Japans, ist der mit Abstand wichtigste japanische Radio- und Fernsehsender. NHK ist per Gesetz verpflichtet, die Bevölkerung vor Katastrophen zu warnen. Freitag, der 11. März 2011, beginnt als normaler Arbeitstag. NHK-Nachrichtenmoderator Gene Otani ist auf dem Weg ins Fernsehstudio. March 11th. Es begann einfach als ganz normaler Arbeitstag. Ich kam zeitig zur Arbeit, um mich auf meine Texte vorzubereiten. Die Redaktion von NHK World sendet rund um die Uhr Nachrichten in englischer Sprache. Ich bereitete mich auf meine letzte Moderationsstunde vor. Wir waren bereit, mit den Nachrichten auf Sendung zu gehen. Wir sendeten und kaum waren wir nach halb drei aus dem Studio, brach die Hölle aus. Mit einer Magnitude von 9,0 auf der Richterskala war es das stärkste in Japan je gemessene Erdbeben. Und es dauerte mit rund 5 Minuten ungewöhnlich lange. Das Erdbeben war so stark, dass es die gesamte Hauptinsel Japans um 2,4 Meter nach Osten verschob. Im Kontrollraum von NHK brach Hektik aus. Doch das Vorgehen im Katastrophenfall wurde hier schon unzählige Male geprobt. Prioritär ist, dass auf allen Kanälen sofort die wichtigste Warnung ausgesprochen wird. Ein Tsunami bedroht die Küste. Evakuieren Sie sofort in höher gelegene Gebiete. Rennen Sie jetzt gleich los. Es begann zu schütteln. Unsere Leute haben sich bemüht, sofort den Überblick zu bekommen, was überhaupt geschah. Soeben erfahren wir, dass sich ein Erdbeben der Stärke 7,9 ereignet hat. Die Japan Meteorological Agency hat für die Pazifikküste Japans eine Tsunami-Warnung ausgesprochen. Die Erdkruste riss auf einer Länge von über 500 Kilometern auf. Es war ein Mega-Erdbeben. Unsere Helikopter-Crew reagierte sehr schnell. Sie gingen sofort in die Luft. Wenn etwas in dieser Art geschieht, haben sie die Anweisung, sofort aufzusteigen und alles zu filmen, wozu sie in der Lage sind. Sie fokussierten auf den Tsunami, der gerade im Begriff war, auf die Küste zuzurollen. Alles, was sie filmten, wurde live übertragen. Gerade noch rechtzeitig. Denn wenige Minuten später wurde der Flughafen von Sendai, der größten Stadt im betroffenen Gebiet, völlig überflutet.
Die Bilder des NHK-Helikopters gingen live an alle wichtigen Nachrichtensender. Es war die erste Naturkatastrophe, die sich unmittelbar vor den Augen der ganzen Welt abspielte. Die Stärke des Erdbebens wurde zuerst unterschätzt und im Laufe der Berichterstattung mehrmals nach oben korrigiert. Als ich die Bilder zum ersten Mal sah, konnte ich meinen Augen kaum trauen. Es sah fast so aus wie in einem Hollywood-Film. Alles, was ich den Zuschauern sagen konnte, war: Bitte bleiben Sie weg von der Küste. Gehen Sie in höher gelegene Gebiete oder steigen Sie auf ein massives Gebäude, und zwar so schnell wie möglich. Über Flussläufe gelangte das Meerwasser weit ins Landesinnere. Die Wassermassen der Tsunamis trafen die gesamte nordöstliche Pazifikküste von Japans Hauptinsel Honshu. Knappe 4 Jahre nach der Katastrophe besuchen wir die besonders hart getroffene 60.000 Einwohnerstadt Kesenuma. Der Tsunami kam zuerst hier durch. Die Leute haben die Warnungen anfangs nicht ernst genommen, denn der Wasserspiegel hob sich erst nur um 30 bis 50 Zentimeter. Aber dann stieg das Wasser plötzlich immer höher und höher und höher. Das Wasser kam zuerst hier ins Hafengebiet und floss dann tief in die Stadt hinein. Innerhalb weniger Minuten stand fast ganz Kesenuma unter Wasser. Schätzungsweise 2000 Einwohner kamen ums Leben. Die Fischereistadt Kesenuma lebt vom Meer und fand sich plötzlich wieder, als wäre sie mitten im Meer gebaut worden. Dort hinten stand die ganze Gegend in Flammen, weil Schiffsdiesel auslief und Feuer fing. Das Feuer wütete die ganze Nacht lang. Wohl nicht überall wird Kesenuma wieder aufgebaut. Viele meiner Freunde haben sich bis heute nicht von der Katastrophe erholt. Es ist wirklich eine Tragödie. Es braucht 5 oder auch 10 Jahre, bis sich die Menschen mental erholt haben. Noch immer hausen viele der Überlebenden überall entlang der Küste in solchen provisorischen Unterkünften. So schrecklich auch ist, was geschah, wenn die Überlebenden nicht aufhören, über ihren Verlust zu trauern, können sie nicht vorwärts gehen mit ihrem Leben. Langsam beginnen wir deshalb nach vorne zu schauen und uns auf praktische Probleme zu konzentrieren, wie etwa unsere Wohnsituation. Rund 470 Quadratkilometer wurden überflutet und 200.000 Gebäude wurden zerstört oder beschädigt. Die Stadt Riku Zentakata wurde fast völlig dem Erdboden gleichgemacht und senkte sich über 1 Meter ab. Fast jeder 10. Einwohner kam dabei ums Leben. Heute befindet sich hier wohl eine der größten Baustellen auf der ganzen Welt.
Sicher aber ist sie einmalig in ihrem Ehrgeiz, eine ganze Stadt buchstäblich auf ein neues Fundament zu stellen. Um ganze 10 Meter wird das Land jetzt aufgeschüttet. Wir hatten auch einen Schutzwall gegen Tsunamis. Er war 5 Meter hoch. Doch der Tsunami war 14 Meter hoch, also half er nichts. Das Wasser kam mit solcher Vehemenz, dass es alle Hindernisse einfach überspülte. Schutzwälle barsten wie Zündhölzer. Anstelle der zerborstenen Schutzmauern werden vielerorts entlang der Küste höhere und massivere Wälle errichtet. Die Kosten dafür sind aber immens. Auch manche Flussufer werden mit Dämmen vor dem Überlaufen gesichert, sind sie doch ein ideales Einfallstor für die Wassermassen eines Tsunamis. 4 Meter. Unsere alte Schutzmauer sah man kaum, denn sie war in einem Wald verborgen, der sich der Küste entlang zog. Der neue Schutzwall ist 12 Meter hoch und wird im Meer gebaut. Das wird sicher nicht schön aussehen. Wo früher ein ganzer Wald war, ist nur ein einziger Baum übrig geblieben. Dieser Baum liegt uns sehr am Herzen. Es gab etwa 70.000 Bäume hier und nur dieser eine widerstand dem Tsunami. Deshalb hat er großen symbolischen Wert für uns. Der Wille, Riku Zentakata wieder auferstehen zu lassen, ist ungebrochen. Zurück in Bandar Aceh, Indonesien. Die Menschen wollen vergessen und sind mit ihrem täglichen Überlebenskampf beschäftigt. Die wirtschaftliche Lage ist schwierig. Die meisten Menschen leben neben der Landwirtschaft vom Fischfang. Die meisten Fischer fürchten sich noch heute davor, in See zu stechen. Sie sind traumatisiert und wollen ihre Familie nicht zurücklassen. Einige sind als Bauern in ihre Heimatorte im Landesinneren zurückgekehrt. Andere sind Fischer geblieben und haben heute eine neue Familie. Die friedliche Szenerie täuscht. Mit über 30 Metern Höhe waren die Tsunamiwellen nirgends höher und zerstörender als hier am Indischen Ozean. Niemand, der wie Sandy diesen Tag erleben musste, wird ihn je vergessen können. Sie sahen Jahrhundertkatastrophe Tsunami. Sie können diese Sendung in unserem Online-Shop herunterladen oder dort eine Langversion des Films auf DVD bestellen.